Epilog von Tales from the Pizza Plex 3 Somniphobia ist eine Nachfolgestory des zweiten Epilogs. Nur damit ihr Bescheid wisst, falls ihr keine Ahnung habt, was in den Epilogen geschieht, empfehle ich euch sehr, die ersten beiden Parts zu schauen, weil es direkt wieder nach dem offenen Ende weitergeht. Dieser Epilog wird von mir zusammengefasst, weil Winkoff leider erkrankt ist. Nach der Zusammenfassung reden wir noch kurz über die aktuellen Theorien, die sich über die Story gebildet haben. Fangen wir an. Die lauten, metallischen Schritte des Animatronics näherten sich immer mehr der Tür des Lagerraums. Die Gruppe war mucksmäuschenstill. Adrian und Nick drückten sich gegen die Tür. Die Schritte hörten direkt vor der Tür auf. Das Licht im Lagerraum begann zu flackern. Der Animatronic zog sich danach zurück. Als es verschwand, setzten sich alle langsam wieder in Bewegung. Lucia würde bemerken, dass die Lichter wieder normal leuchten würden. Adrian übernahm die Rolle des Anführers und führte die Gruppe durch die Kisten, in denen sie sich versteckt hatten. Sie waren sich alle einig, dass sie versuchen sollten, einen Ausgang zu finden, doch dies hatten sie bereits getan. Adrian hatte die Idee, die Barrieren, die sie gefunden hatten, zu beseitigen und nach weiteren Ausgängen zu suchen, die sie vielleicht übersehen hatten. Zu guter Letzt hatte er den Plan, sich aufzuteilen, um die Suche zu beschleunigen. Lucia war die Einzige, die diesen Plan hinterfragte. Die Gruppe hat sich schnell zusammengefunden. Anschließend versucht die Gruppe, das Restaurant mit Hilfe von Jaces tragbaren Zeichentablet zu kartografieren. In der Diskussion des genaueren Layout des Lokals nahm Jace den Stift und zeichnete eine detaillierte Karte der Pizzeria. Nachdem er die Karte gezeichnet hatte, wählten sie aus, welche Räume jedes Duo durchsuchen sollte. Jace meldete sich zu Wort und fragte die Gruppe, ob sie ignorieren würden, was sie gerade gehört hatten. Adrian und Kelly waren beide der Meinung, dass es noch schlimmer werden würde, wenn sie darüber reden würden. Adrian und Jace würden den Speisesaal durchsuchen, gefolgt von der Spielhalle, der Lobby und den Partyräumen. Hope und Nick durchsuchen die Bühne, die Backstage und die Küche. Joel und Wade durchsuchen den Personalraum, einen weiteren Lagerraum und den Heizungsraum. Lucy und Kelly durchsuchen den Haupteingang, die Toiletten und das Büro. Sie öffneten vorsichtig die Lagertür und traten hinaus. Die Gruppe würde sich sofort aufteilen. Als Lucy und Kelly im Speisesaal ankommen, versuchen sie, den verwesenden Leichenteilen auszuweichen. Als sie am gemauerten Eingang ankamen, warfen sie einen Blick in die Haupthalle. Dabei fielen ihnen die verblassenen Poster an den Wänden auf. Darauf abgebildet waren die klassischen Versionen von Freddy Fazbear, Bonnie, Chico und Foxy. Sie beschließen anschließend, die Toiletten zu besichtigen. In der Zwischenzeit durchsuchen Joel und Wade den Personalraum. Joel hat dabei einen Pager gefunden. Wade findet einen Lüftungsschacht und versucht, ihn abzuschrauben, während Joel ihn beobachtet. Joel macht wiederholt laute Geräusche, die Wade verärgern. Wade wollte die Lüftungsöffnung abschrauben, um zu sehen, ob der Schacht zu einem externen Lüftungsschacht führt. Plötzlich hören die beiden ein kreischendes Geräusch. In der Annahme, dass es Joel ist, dreht sich Wade um, wobei Joel es gleich abstreitet. Er denkt, dass das Geräusch von hinter der Wand kam. Das Kreischen ertönte wieder. Beide stellten fest, dass es sich um Metall handelt, welches gegen die Wand schabt. Kurzerhand begeben sich Joel und Wade in den Lagerraum. Hope und Nick waren gerade dabei, hinter die Bühne zu gehen. Hope versuchte ihre verletzten Gefühle gegenüber Adrian zu ignorieren, weil er Jace als Partner wählte, anstatt sie. Sie hören ein knallendes Geräusch aus einem der Partyräume. Die Lichter begannen zu flackern, während sie drei Schränke bemerkten. Nick will sich die Schränke genauer ansehen, in der Hoffnung, dass sich hinter einem der Schränke ein Ausgang befindet. Er ging mit großen Schritten auf die Schränke zu. Hope hatte das Gefühl, beobachtet zu werden und riet Nick, vorsichtig zu sein. Daraufhin fiel eine Schranktür auf. In einem der Schränke entdeckte Nick eine Ansammlung von verschiedenen Tierkostümen. Er griff hinein in der Hoffnung, einen geheimen Durchgang zu finden. Währenddessen befanden sich Adrian und Jace in einem der Partyräume. In dem riesigen Labyrinth aus Dutzenden von Spielerautomaten versuchten sie, einen Ausgang zu finden. In dem Partyraum gab es jedoch keinen. Sie versuchten nun ihr Glück in der Spielhalle. Plötzlich hörten sie ein dumpfes Knacken. Beide blieben stehen und begannen zu lauschen. Inzwischen wurde Nick in den Schrank gezerrt, bis er hinter den Tierkostümen verschwunden war. Daraufhin schoss er wieder nach oben. Er kicherte auf, da sein Arm weg war. Metallhände bohrten sich durch die Kostüme und umschlagen Nicks Kehle. Der Roboter riss ihm daraufhin den Kopf ab. Hope konnte sich nicht mehr bewegen und wurde transfixiert. Hopes Verstand versuchte, alles zu verarbeiten. Als Nicks Kopf auf dem Boden aufschlug, ergriff Hope endlich die Gelegenheit zu rennen und zu schreien, als der Roboter einen Schritt nach vorne machte. Sowohl Lucia als auch Kelly waren im Büro. Sie schafften es, die Lüftungsabdeckung abzunehmen, nur um festzustellen, dass die Lüftungsanlage durch einen Betonbrocken blockiert war. Als sie das Büro verließen, kam Kelly auf die Idee, dass Lucia vielleicht mit Hope Schluss machen und mit ihr abhängen sollte. Ihr Gespräch wurde durch Hopes Schreie unterbrochen. Sie rannte auf sie zu. Unverzüglich begannen auch Lucia und Kelly zu rennen. Kurz darauf folgten auch die anderen. Sie warf sich schluchzend an Adrian. Als Lucia fragte, wo Nick sei, erzählte sie allen, dass er tot sei. Alle waren fassungslos. Ein langes, knirschendes Geräusch war dann im ganzen Gebäude zu hören. Lucia schlug der Gruppe vor, zu Einzelteile und Service zu gehen. Darin konnten sie sich verstecken und vielleicht etwas finden, das sie als Waffe benutzen konnten. Einzelteile und Service war voll mit animatronischen Anzügen und Endoskelettteilen. Als sie den Raum betraten, flackerten die Glühbirnen. Lucia und Kelly wussten, dass die Anzüge leer waren. Hope erklärt, was von Nicks Tod geschehen war. Daraufhin fragte Jace nach, was es sei, woraufhin sie sagte, dass es ein großes Endoskelett sei, mit riesigen Zähnen und Augen und übersät mit getrocknetem Blut. Hope fragte sich, ob ein Endoskelett
in einen Animatronic-Anzug eindringen konnte. Lucias Blick wanderte zu den Anzügen. Sie sah ein Tier in einem grünen Anzug, eine orangefarbene Katze und zwei Hunde. Als Lucia den Hund Hinterhope ansah, setzte sich der Anzug in Bewegung und die Glühbirnen gingen wieder an. Als Lucia versuchte, Hope zu warnen, hatte der Anzug sie bereits gepackt. Der Anzug riss Hopes Arme heraus. Ihre Schreie kamen sowohl von den Schmerzen als auch vom Schock. Der Anzug warf Hope auf den Boden und riss ihr die Beine aus, bevor er ihren Kopf packte und ihn vom Hals wegdrehte. Alle waren von Hopes Blut bespritzt. Joel bekam die Tür auf, während hinter ihnen schwere Schritte folgten. Das war dann das Ende der Story. Die Epiloge sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Slasher-Film, nicht wahr? Was ich vermute ist, dass in jedem Epilog zwei oder eine Person aus der Gruppe sterben werden, bis nur noch eine von ihnen übrig ist. Meine Vermutung ist, dass Lucia am Ende überleben wird, da sie der Erzähler ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Endo die Lichter kontrolliert. Jedes Mal, wenn er in der Nähe ist, fangen die Lichter an, plötzlich zu flackern. Das Endoskelett ist schlau. Es verhält sich wie ein Jäger, der versucht, sein verwundetes Opfer zu fangen und es in jeder Weise zu irritieren. Als Joel und Wade im Personalraum waren, fand Joel einen Pager. Ein Pager ist ein Funkrufempfänger, das üblicherweise zu Alarmierungszwecken sowie zur Nachrichtenübermittlung genutzt wird. Dies bestätigt im Grunde, dass Henry Emily in FFPS alte Technik verwendete. Auf diesem Pager könnten sich sogar alte Aufzeichnungen von ihm befinden. Nur schade, dass sie ihn nicht aktivierten. Das war dann das Ende von Somniphobia. Welche Story hat euch am besten gefallen? Mir persönlich Pressure. Es geht dann bald weiter mit Subnationalphobia. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und erinnert euch daran, dass Fastman Entertainment nicht dafür verantwortlich ist, wenn ihr eure Gegenstände verliert.